Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. So, wir müssen, oder besser gesagt, wir können nicht allzu viel bauen. Das habt ihr ja in der letzten Folge gesehen. Wir sind so gut wie pleite, sind sogar gerade im Minus. Das lag unter anderem daran, dass halt unsere Hauptattraktionen, wie die Achterbahn, Wasserbahn, ständig kaputt waren und die Techniker halt Ewigkeiten gebraucht haben, das zu reparieren. Gerade diese Bahnen sind halt extrem teuer. Wenn sie nicht laufen, fahren sie richtig Minus ein. Das schlägt sich natürlich auf unser Budget aus. Wir haben ja beim letzten Mal die Techniker, Reinigungskräfte, alles ordentlich eingestellt. Das sollte jetzt schneller gehen. Ich weiß gar nicht, ob gerade aktuell was geboot ist. Das kann man ja überprüfen. Also wenn wir Glück haben, kommen wir jetzt demnächst wieder ins Plus. Konnte man das irgendwo sehen? Ja, da bei Attraktionen Läden, ne? Das sind die Restaurants. Ja, unser Restaurant haben wir offline gekriegt. Da ist sogar gerade ein Problem. Aber dadurch, dass wir die jetzt eingeteilt haben, sollten sie viel schneller da bei den Attraktionen sein. Der latscht hier gerade raus. Ah, guck, der Techniker war sogar schon da. Wunderbar. Der muss hier nur noch rauslaufen. Weil die bringen unser Geld ein, diese großen Attraktionen. Wenn die kaputt sind, machen wir natürlich Minus. Ja, Looney Tunes wurde repariert. Er hat es gerade repariert. Dann ist sie jetzt wieder offen. Jetzt können die Leute auch wieder rein. Wunderbar. Jetzt müssen wir halt nur abwarten. Und wir haben halt auch noch das Problem. Ein Akt der Zerstörung. Ja, können wir gerade nicht reparieren, weil wir im Minus sind. Verdammt. Teilweise haben wir halt das Problem, dass die Leute noch unzufrieden sind. Deswegen auch diese Zerstörungswut und sowas. Und das liegt einfach daran, wenn wir mal die Gedanken der Gäste angucken. Es sind zwar 21% begeistert vom Park. Aber die beschweren sich hauptsächlich hier. Dampfer voll, Haus des Gefängniswärters voll, Bubenbürger voll. Ich möchte mich jetzt am nicht amüsieren, dass halt, weil alles voll ist. Teilweise beschweren sie sich über den Müll. Das liegt stellenweise daran, dass unsere Reinigungskräfte nicht schnell genug hinterherkamen. Die haben wir aber auch jetzt gut eingeteilt. Also so viel Müll liegt hier nicht mehr. Das wird weniger mit den Beschwerden. Ich glaube, wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass die Attraktionen nicht mehr so voll sind. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, wie man das lösen soll. Ich habe mir mal nachgegoogelt, so die Ultralösung gibt es da nicht. Ich glaube, ich werde mal versuchen, die Attraktionen teurer zu machen. Vielleicht gehen denn weniger Leute rein, aber dann ist es nicht mehr so extrem voll. Aber ein paar dürfen wohl reingehen und wir verdienen vielleicht mehr. Zum Beispiel, wir haben hier den Preis auf 12 Dollar. Ich werde es mal ausprobieren. Wenn ich den Preis einfach mal erhöhe auf 14 Dollar, dürfte das Ding ja mehr verdienen. Und ob denn noch Leute reingehen? Oder ich nehme mal 14,50. So. Gucken, ob sie sich dennoch beschweren. Das werden wir sehen. Das Ding macht zwar Gewinn, aber der Gewinn kann man ja erhöhen. Und die drehen teilweise um, weil das Ding voll ist. Gut, ich habe gerade den Preis erhöht und die wollen trotzdem rein, oder? Ja, die sind bloß umgedreht, weil das Ding voll war. Vielleicht kriegen wir die Warteschlangen damit etwas entleert. Das wäre ja zumindest mal was. Ah, wie es aussieht, zahlen sie es noch. Gehen sie rein? Ja. Gut, das müssen wir halt mit jeder einzelnen Attraktion mal machen. Dann gehe ich mal auf 15 Dollar hoch. So. Gedanken der Gäste. Ja gut, es beschwert sich noch keiner, es ist zu teuer oder so. Somit können wir den Gewinn etwas erhöhen. Da müssen wir jetzt einen Moment abwarten. Die hier sind ja auch alle voll. Die Reinigungskräfte, ich meine, ich hatte Reinigungskräfte eingestellt. Da muss ich gleich mal gucken. Die Gäste finden Teacups zu teuer. What? Ja gut, Teacups. Gut, das Ding ist mittlerweile veraltet, ne, oder? Guck mal kurz bei Prestige. Ja, das Ding ist schon mittlerweile, das ist veraltet, uninteressant. Kann man später wieder teurer machen, wenn es beliebter wird. Da gehe ich mal runter auf 5,50. Vielleicht wird es ein bisschen beliebter. So. Deswegen fällt das Ding auch Minus ein. Gut, wir müssen uns jetzt halt erstmal... Ein bisschen Geld haben wir reingekriegt wieder, Gott sei Dank. Ein bisschen um ein paar Kleinigkeiten kümmern. So, bei dem sind eh nicht allzu viele drin. Da gehen welche rein, ja, aber es ist nicht voll. Das heißt, hier dürfte ich wahrscheinlich am Preis nichts ändern müssen. Der steht auf 8. Sagt auch keiner, es ist billig. Da lasse ich den Preis mal so. Das Restaurant wird immer noch gut benutzt. Dann gucken wir jetzt hier mal bei der Achterbahn, die ja immer noch nicht 100% Deko hat und die müsste auf 100% stehen, oder? Ja. Da beschweren sie sich ja auch, die ist voll. Der Eingang ist hier, ja. Da drehen aber auch schon viele um, bevor es voll ist, oder? Ja. Warum sind die denn umgedreht? So lange warte ich nicht. Wartezeit zu lang. Okay. Das ist natürlich blöd. Moment. Ich werde mal gucken, ob ich hier auch den Preis höher drehen kann. Geht auf 17. Da gehe ich mal auf 18. So. Weil so viel Gewinn macht das Ding ja nur auch nicht. Gerade bei 625, da geht mehr. Da geht definitiv mehr. Die drehen aber alle wieder um.
Die Warteschlange ist ja gigantisch. Steht, ist die Warteschlange zu lange. Gut, aber es gehen vereinzelt welche rein. Das ist schon mal was. Es ist nicht fair, dass reiche Leute die Warteschlange umgehen können. Gut, die beschweren sich über. Da muss man echt mal gucken. Gut, die Wartezeit ist wirklich gigantisch. Das Zug fährt aber auch eine ganze Weile, ne? Na gut, die Warteschlange rückt langsam wieder vor. Die Wartezeit ist ja wirklich gigantisch. Gut, das ist aber nur realistisch. In Wirklichkeit freut mich das auch nicht, wenn ich im Freizeitpark bin und ich da erstmal eine Stunde warten muss. Gut, man hat schließlich einen teuren Eintritt bezahlt, aber es geht nun mal nicht anders. So ist es eben im Freizeitpark. Der ist auch umgedreht. Ja. Ich glaube, da rennen ja immer noch genug Leute rein. Manche, die drehen nur um, weil denen das zu voll ist. Ich glaube, das Ding kann ich noch hochdrehen auf 19. So. Vielleicht kann man da zumindest ein bisschen was entgegengehen. Kriegen wir vielleicht eine Weile leer. Gulpe ist so stets an der Weile leer. Warum? Wo ist denn der Gulpe überhaupt? Sehr hier. Aber warum steht er leer? Ich habe hier Ersatzleute eingestellt, die sich nur in dem Bereich hier aufhalten dürfen. Ah, da kommen wir schon. Ich wollte gerade sagen. So, aber wenn wir das schon mal hier sind, wir müssen uns gleich noch um die Wasserbank kümmern. Können wir uns auch hier? Das Ding ist nämlich wahrscheinlich auch zu billig. Da beschweren sie sich nämlich auch über die Wartezeit. Das Ding drehe ich auch mal hoch auf 15. Mal gucken, ob da noch Leute reingehen. So, dass wir mal wieder in Gewinn kommen. So, gucken, ob das klappt. Werden wir sehen. War wieder Minus diesen Monat. Obwohl wir mehr Geld haben als vorher, aber gut. Das kriegen wir wieder hin. Parkbewertung ist gestiegen, das ist sehr schön. Ja, reingehen tun sie noch, das ist schön. Das tun sie definitiv. Dann drehe ich den mal hoch auf 16. Ja, die drehen jetzt wahrscheinlich um, weil denen das zu teuer. Weil es voll war. Gut. Hier ist ja auch das Problem, dass die Züge da schon relativ lange brauchen, bis sie zurückkommen. Mal kurz abwarten. Ja, dürfte ja gleich wieder aufrücken. Der Zug hält hier gerade an. Dürften die da aussteigen? Aber der war auch gar nicht voll besetzt, sehe ich gerade. Nur vorne. Warum nicht? Wieso werden die Züge nicht voll besetzt? Steigen da wieder nur 4 Leute ein, oder was? Oder 5? Kurz warten, bis die raus sind. So. Ja. Die werden nicht voll besetzt. Warum nicht? Was ist jetzt eingestellt? Ist aber auch voll besetzt eingestellt, okay. Schade, ich wollte Familie nicht mit Fremden fahren oder so. Hier müssen wir jetzt gucken. Wir haben es ja ein bisschen teurer gemacht. Drehen die jetzt um, weil es voll ist, oder? Ja. Ich glaube, da kann ich in der Tat den Preis noch ein Tickchen höher drehen. Nehmen wir mal 17. Ah, irgendwann fangen die an zu motzen. Das ist zu teuer. Das ist das Problem. Wir drehen hier alle um. Voll, voll, voll. Ja, da muss man abwarten, bis wieder Leute reinkommen. Die Bahn geht halt auch sehr, sehr langsam, weil die hier immer nur einen Zug haben und da erstmal wieder aussteigen müssen. Und das kennt man ja schon, das Problem. Aber sie gehen definitiv noch rein, das hat man gerade gesehen. Jupp. Rein gehen sie bei dem Preis noch, das ist sehr, sehr schön. Obwohl ich das jetzt um ganze 3 Dollar erhöht habe, aber gut. Dadurch kriegen wir vielleicht die Warteschlangen-Tickchen leer. Ich glaube, ich kann den noch einmal ein Tickchen teurer machen. Was? Gulpis durch 2 ist vom Parkeingang aus nicht zu erreichen. Okay, da muss ich sofort nachgucken. Ich glaube, ich mache den nochmal auf 18. 18. Wer ist denn Gulpis durch 2? Wieso ist der vom Parkeingang aus nicht zu erreichen? Hört, das Ding ist doch voll. Das muss ja eine Fehlmeldung sein. Hier, gut, die rennen da ja alle hin. Das Ding ist voll. Gut, hier rennen sie immer noch die Bude ein, aber so müsste das Ding definitiv zumindest ein bisschen mehr Gewinn machen. Haben wir ja schließlich hochgedreht. Gut. Dann gucken wir immer noch mal bei der Wasserbahn und vor allen Dingen, ach, wir müssen nach Hausgefängnis werden, das und das denke ich auch noch. Hier beschweren sie sich auch alle, dass der voll ist. Hier ist auch eine mega Warteschlange. So, warte mal. Und zwar, was denken die hier drüber denn? Vielleicht komme ich später zum Dampf zurück. Ich will Dampf fahren. Hier, das Ding ist natürlich sehr, sehr beliebt.
Das Problem ist, das Ding ist ja schon auf 30 Dollar. Wenn ich den jetzt auf 32 Dollar drehe, geht wahrscheinlich keiner mehr rein. Ausprobieren, ausprobieren. Ich versuche halt nur ein bisschen, dass die Leute vielleicht sich zweimal überlegen, bevor sie irgendwo reingehen und nicht gleich alle beschweren. Ah, beschweren tut sich noch keiner, aber noch ist die Schlange auch nicht wirklich aufgerückt. Es geht halt auch so extrem langsam da mit den Fahrzeugen. Instant ein technisches Problem. Okay, das dürften wir jetzt in den Griff gekriegt haben. Das müsste rucki-zucki gehen. Hier sind wir wieder minus. Die rücken gerade auf. Sehr schön. Und es gehen noch Leute rein. Naja. Trotz der Erhöhung des Preises. Das ist sehr, sehr gut. Gut, Instant war doch der da, oder? Der ist der Klickflip. Der wird auch kaum benutzt. Warum eigentlich? Sieht mir zu rasant aus. Dessen fährt er auch minus ein. Ja, ich weiß, mutwillige Akt der Zerstörung. Sobald wir wieder ein bisschen Kohle haben, wird's repariert. Kurzen Moment, bitte. Da brauche ich jetzt auch nichts teurer machen, weil das zieht auch nicht mehr Leute an. Hier ist einfach zu wenig hier hinten. Hier muss unbedingt noch was hin, aber dafür müssen wir erstmal an Geld kommen. Beschwert sich aber auch keiner, dass es... Die drehen wieder um. Total überfüllt. Was für eine Bruchbude? Ja, wegen den kaputten Sachen. Ich versuche gerade die Attraktion etwas leerer zu kriegen, indem ich die Preise zu erhöhe. Hier ist auch genauso, die rennen da immer noch die Buße ein. Es sagt auch keiner, ist zu teuer oder so. Also Preis noch höher. Nehmen wir mal 21 Dollar. So. Das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Die rücken da gerade alle auf, also hier müsste das eigentlich schneller gehen. Und so kriegen wir auch gleich wieder ein bisschen mehr Geld rein. Die sind umgedreht, wahrscheinlich wegen voll. Jupp. Ich habe so viel ausgegeben, dass ich mir Boomboot nicht leisten kann. Ja, das ist deine eigene Schuld, Junge. So, Instant Sea wurde repariert. Dann gucke ich mal kurz nach der Wasserbahn, weil die ist ja auch so voll. Und die haben wir auf 14,50. Was denken die Leute darüber? Die Warteschlange war voll. Mehr denken sie da auch nicht. Gut, dann drehe ich das Ganze auch mal hoch auf 16, würde ich sagen. Oder 16,50, kann man ja mal ausprobieren. Man muss versuchen, den Preis bis so hoch zu kriegen, bis die Leute motzen. Weil momentan meckern sie gar nicht mal über die Preise, sondern eher, dass sie voll sind. Und dadurch werden sie unzufrieden. Das ist das Problem. Deswegen randalieren die hier rum. Sobald wir das in den Griff gekriegt haben, läuft der Park auch wieder. Bin von Anfang an ein bisschen zu nachlässig mit den Preisen umgegangen. Gut, hier meckert zumindest keiner mehr, ist zu teuer. Das gleiche hatten wir auch hier. Das Ding ist immer noch rappelvoll, obwohl wir das Ding schon so teuer gemacht haben. Wirklich preiswert, sagen sie jetzt. Okay, obwohl die es gerade teurer gemacht haben. Dann drehen wir das Ganze doch mal hoch auf 18. So, dann sagen sie bestimmt nicht mehr preiswert. Dann werden wir ja gleich mal sehen, ob da noch Leute reingehen, wenn sie hier aufgerückt sind. Wenn sie preiswert sagen, wird sowieso erhöht. Definitiv. Okay, die sind umgedreht. Warum? Ah, ich wollte die hier. Ist voll. Haben sie denn gar keine Hausmeister? Doch. Hab ich. Da müssen wir uns jetzt halt langsam Stück für Stück rantasten. Das ist nur die Frage, muss ich jetzt echt erstmal gucken. Wo sind meine Hausmeister? Da reingehen tun sie immer noch. Und das bei dem Preis. Das ist schön. So, Hausmeister, wo sind sie denn? Hausmeister, das sind die hier. Ich herbe da so ein paar. Holt sich ein Personalauto, lädt Mülltonne, lädt Mülltonne. Wir sind auch eingeteilt, ne? Der ist ein Spooky, Märchen, der ist im Eingangsbereich und die sind hier. Wovon einer im Personalgebäude ist und der andere säubert eine Picknickbank. Die kommen hier nicht so ganz hinterher. Liegt aber, glaube ich, auch daran... Na doch, die müssen hier hin und her laufen, also die müssen den Bereich sauber kriegen. Hier liegt doch schon eine Menge Müll rum. Gut, da wir gerade ein bisschen Geld haben. Ah, hier ist mich überall Vandalismus. Das macht die Leute natürlich auch unglücklich. Einmal kurz auf die Sicherheitsdienstmitarbeiter. Wo waren das jetzt? Sicherheitsverwaltung, genau. Kriminalstatistik. Ah, es sind ein paar zerstörte Bänke. So. Ich habe zwar fest eingeteilte Reinigungskräfte, aber ich habe das Gefühl, ich brauche noch ein, zwei, die so durch den ganzen Park laufen und die anderen unterstützen. Finanzmäßig müsste es doch eigentlich so langsam ein Tickchen besser werden. Das ist unser Kredit, den wir immer noch abbezahlen müssen.
Der reißt uns natürlich auch ein bisschen ins Minus. Da haben wir aber noch ein bisschen was zum Abzahlen. Ist aber schon weniger geworden. Letzten Monat hatten wir ein bisschen weniger Minus. Gut, die Baukosten kommt durch die Reparatur jetzt. Parkverwaltung ist halt immer noch so abartig teuer. Aber die Gewinne steigen. Gut, die Attraktionen hatten da weniger. Das lag dran, weil die eine kaputt war. Dafür haben die Läden gut gemacht. Jetzt läuft gerade aktuell jede Attraktion. Wenn wir Glück haben, kommen wir wieder ins Plus. Der Monatssalon ist fast rum. Gerade schwer zu sagen. Die Parkverwaltung halt, das liegt teilweise auch durch den Kredit, macht sehr, sehr viel Ausgaben. Deswegen auch die Attraktionen hochdrehen. Es geht ja, solange die Leute das zahlen. Wir müssen halt an Geld kommen, sonst kommen wir nicht weiter. So, die Buze hier ist immer noch voll, warum auch immer. Warteschlangen, also die Premium-Warteschlangen werden zum Teil benutzt. Rolling River 8 war okay, nichts Besonderes. Ah, gut. Ich wollte aber die Bahn haben und nicht dich, mein Freund. So. Denken immer noch, das ist preiswert. Und viele denken auch, das ist zu voll. Wir rennen ja auch immer noch rein. Wenn ich das Ding jetzt auf 20 hochdrehe, umso mehr Gewinn machen die ja. Gut. Da gehen wieder die Vandalismusfälle los. Das war ja typisch. Das ist halt immer so ein Problem. Ich muss die Leute zufrieden kriegen. Nochmal, Sicherheitsverwaltung. Noch haben wir Geld. Ersetzen. So. Wir schwanken momentan extrem zwischen Plus und Minus. Diese ganzen Vandalismus, Diebstähle kommen durch die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit kommt halt teilweise wirklich größtenteils, es müsste sich ja schon ein bisschen was geändert haben, aber teilweise, weil die Warteschlangen voll waren, obwohl das wird gerade weniger, Gott sei Dank. Das ist teilweise echt ein Problem mit dem Müll. Es beschwert sich echt der größte Teil über den Müll. Hier liegt Kotz herum. Aber ich habe doch Hausmeister. Wieso machen die denn ihre Arbeit nicht? Hausmeister, Personal, nochmal. Er hier ist zum Beispiel fürs Boogie. Der ist ein Personalgebäude. Der entfernt Müll, der ist für Märchen. Märchen ist hier, ne? Warum rennt der Typ, der für Märchen eingestellt ist? Hier rum. Dann kann es halt nicht funktionieren, wenn sie in den falschen Gebieten rumrennen. Norbert. Ne, Marvin Hulbruch. Märchen. Befindet sich hier. Da. Wieso rennt der im Spooky-Bereich rum? Kannst du mir das mal verraten? Er ist Meister, arbeitslos normal, geleerte Mülltonnen, entfernter Müll. Diese Stelle ist für mich geschaffen. Überliegt Abfall auf dem Boden. Wir könnten wirklich mehr Mülltonnen gebrauchen. Ja, du hast hier überhaupt nichts zu suchen, Junge. Was machst du hier? Bist du hier hinten ins Personalgebäude gerannt oder was? Ich stell dich mal wieder in deinen Bereich. Dein Bereich, Junge. Ist der hier. Hier bist du für zuständig. Hier, genau. Mach Mülltonne leer. Oh Mann. Märchenviertel, ja. Fortbildung geht bei dem nicht mehr. Das ist doch kein Wunder. Muss ich die alle mal überprüfen, ob auch jeder da wo ist. Unterwegs geht's zur Mülltonne. Der ist für Spooky zuständig. Ich hoffe, der befindet sich im Spooky. Ja, der ist zumindest da, wo er hingehört. Den haben wir ja gerade hingesetzt. Das war der im Märchen. Jo. Der bleibt jetzt hoffentlich mal in seinem Märchen. Der ist für den Eingang zuständig. Und rennt auch im Spooky-Bereich rum. Seid ihr blöd oder was? Wo ist er? Wo ist er? Ich habe das Gefühl, die sind im Spooky-Bereich. Dampfantechnisches Problem. Die sind da im Spooky-Bereich ins Personalgebäude gerannt. Warum? Hier ist doch ein Personalgebäude im Eingangsbereich. Warum nutzt ihr nicht das? So, Dampf hat ein technisches Problem. Ich habe es gesehen. Das ist natürlich wieder nicht gut. Es gibt natürlich wieder Minus. Hier. Oder war das voll? Ja, es sind gerade drei Leute drin. Ja, das ist natürlich das Problem. Wenn sie volles Personalgebäude haben, rennen sie woanders hin.
Weil die kann man doch erhöhen, ne? Kostet zwar wieder mehr Geld, was wir gerade nicht haben, verdammt. Das ist nicht so einfach, einen Griff zu kriegen. Oh, hier sind wir gerade gewaltig im Minus. Warum? Und jetzt wird auch wieder alles zerstört. Tja, wenn sie natürlich nicht in ihren Bereichen bleiben, wofür sie zuständig sind. Hier ist alles voll gebrochen. Und die Toiletten. Und die sticken schon, die Toiletten. Klar, weil unser Hausmeister hier war voll, deswegen ist er wahrscheinlich da hinten hingerannt und jetzt muss er erstmal wieder zurückrennen. Die bleiben schon in ihren Bereichen, nur wenn die Personalgebäude voll sind. Ich muss die Personalgebäude erhöhen. So wird dann natürlich nichts. Das muss er erstmal hier hinrennen. Oh, jetzt hat The Aero natürlich auch einen. Ich muss die Personalgebäude erhöhen. Wir haben teilweise zu wenig Platz in den Personalgebäuden. Jetzt kommt natürlich wieder ein dick Minus rein, weil alles kaputt geht. Die Techniker haben wir zwar, aber... Behebtechnisches Problem. Läuft herum. Ja, der müsste doch eigentlich für Dampf zuständig sein hier, ne? Der ist auch in seinem Bereich, ne? Ja. Läuft herum. Ja, warum gehst du denn nicht zu Dampf? Dampf ist doch kaputt. Du bist doch für Dampf zuständig, Junge. Also reparieren Dampf. Boah. Jetzt gehen sie wieder alle auf einmal kaputt. Was machen denn die Techniker? Jetzt rennt der wieder weg. Repariert Dampf, Junge. Jetzt auf einmal geht gerade wieder alles klar, weil jetzt gerade die ganzen großen, teuren Attraktionen kaputt sind, die Geld einwerfen. Und da repariert sie nicht. Warum nicht? Das ist das, was ich meine. Gehen mal große Attraktionen kaputt und dann, wie so wie jetzt gerade, mehrere, da geht alles den Bach runter. Hier, Dampf ist kaputt, bringt gut Geld. Gut, Teacups jetzt nicht. Das American Flero ist kaputt, bringt viel Geld. Das geht so nicht. Die Leute laufen hier amok im Park, weil hier alles voll verdreckt ist. Weil wir die Personalgebäude nicht erhöhen können, weil sie sich halt ausruhen müssen. Ich glaube, wir werden nicht drum herum kommen, uns noch einen Kredit aufzunehmen. Ja, den Monat hatten wir fast plus, da hatten wir es fast geschafft. Jetzt sind natürlich wieder die ganzen Attraktionen kaputt, jetzt machen die gerade dick Minus, dessen sind wir auch so weit im Minus. Es wurde zumindest American Aero repariert, das ist schon mal was. Ich verstehe auch nicht, warum er hier einfach nur sinnlos durch die Gegend läuft, anstatt seinen Job zu machen. Er hier. Du bist doch hierfür zuständig, ne? Du bist für den Eingangsbereich zuständig. Ja. Aber reparierst hier nix. Muss mal was googeln. Ich drück mal kurz Pause, bevor wir pleite gehen. Und zwar, Parkverwaltung. Personal, Arbeitspläne. Der Bereich Eingang. 8 Personalmitglieder. Ich hab den hier auf Eingang eingestellt. Was ist denn Eingang alles? Das Dampf nicht mit drin, deswegen. Drinnen sind nur 3 Läden. Das heißt, die Attraktion nicht. Eigentlich nur die 3 hier. Ist doch kein Wunder, dass er nichts repariert. Der hat nichts zu tun. Das heißt, da müsste ich auf Plus drücken. Naja, der muss damit zu. Definitiv. So. Und die definitiv auch. Ja, dass die 2 Attraktionen reinkommen. Arbeitsplan speichern. Ist doch kein Wunder, dass er nichts zu tun hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kann er sich zumindest hier mit drum kümmern. Und wir sind hier so tierisch im Minus gerutscht, dadurch, dass die alle kaputt waren. Und die Leute hier gerade amok laufen. Die Wasserbahn läuft zum Glück. Hier ist aber auch so alles voll gekotzt. Alter. Und das liegt halt echt daran, wo ist denn die Reinigungskraft eigentlich, die für hier zuständig war? Ich hatte ihn doch hier hingesetzt. Reinigungskraft. Märchen. Leertmülltonne. Ist er denn noch wenigstens hier? Ja gut, Märchen geht bis hierhin, ne? Kümmer dich doch mal hier um deinen Bereich. Guck dir das doch mal an, Junge. Hier, lauf nicht dran vorbei. Kickflip hat ein technisches Problem. Ja, das ist wieder typisch. Es dürfte zumindest das Minus ein bisschen weniger werden, weil die Achterbahn wieder läuft. Dampf dürfte auch gleich repariert werden. Der rennt da gerade hin, ne? Ja.
Ja, jetzt macht er hier zum Glück sauber. Du könntest dich auch mal um die Toiletten kümmern, Junge. Erstens, die Personalräume haben zu wenig Platz und ich brauche mehr Reinigungskräfte. Definitiv. Die Leute laufen hier ja richtig amok. Gut, der rennt da jetzt zum Glück rein zum Reparieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der macht das hier hoffentlich auch weg. Die Wasserbahn läuft noch, ne? Die müsste sich jetzt so langsam wieder füllen, ja. Müssen die Leute da erstmal wieder hin? Das Ding ist ja heile. Dampf wird gleich repariert. Ist denn sonst noch irgendwas kaputt? Attraktion und Läden. Gut, Dampf ist immer noch kaputt, da geht er aber hin. Kickflip, ja, kümmert er sich gleich drum. Kickflip habe ich ja jetzt auch mit reingemacht. Hier kommt's zum Glück wieder. So, und hier ist immer noch so eine lange Warteschlange, ne? Ejo, obwohl ich das Ding schon teurer gemacht habe. Ich mal anklicken. Das Ding drehen wir jetzt einfach mal hoch auf 23. Da wird vielleicht die Warteschlange ein bisschen billiger. So. Ja, ich weiß, wir haben viele Akte. Ich kann aber nicht, ich habe kein Geld zum Reparieren. Ich hoffe, dass die jetzt nicht rummotzen, das ist zu teuer. Werden wir sehen. Oh, jetzt laufen die hier gerade richtig amok, die Leute. Ich würde ja gerne. Hier geht gerade der ganze Park kaputt. Das Ding ist voll. Dampf wurde jetzt zum Glück auch repariert. Ich glaube, ich brauche noch so zwei Reinigungskräfte, die anderen mit unterstützen, die durch den ganzen Park laufen. Damit sowas hier wegkommt. Hier ist ja alles voll gebrochen. Die füllt sich zum Glück langsam wieder. Jetzt ist aus das Gefängnis, wäre das kaputt. Das ist wieder so. Das ist das Problem. Wie soll man an Geld kommen, wenn ständig eine Haupteinnahmequelle kaputt geht? Ich glaube, ich brauche mehrere Techniker, damit sie das Ganze... Oh, der ist mir schon wieder kaputt, der muss Pause machen, oder? Ja. Aber Faust, das Gefängnis wäre das, da hatten wir einen Techniker eingestellt. Die müssen ja auch inspiziert werden, die Attraktionen. Umso öfter sie inspiziert werden, umso seltener gehen sie kaputt. So, die ist jetzt kaputt. Der Techniker ist zum Glück schon da. Haben die Leute darüber gedacht? Warteschlange war voll. Ich meine, das Ding kann man sowieso teurer machen. Drehen wir mal hoch auf 20. So. Da wollte ich mal was gucken. Na, das war Farbe. Wartung. Das Ding fällt mir ständig aus. Verlässlichkeit hoch. Naja. Inspektion alle 30 Minuten. Stelle ich vielleicht mal auf alle 20 Minuten ein. Das ist eine unserer Hauptannahmequellen. Zumindest die Hauptattraktion. Ja, ich weiß, dass viel zerstört ist. Wir kommen ja zum Glück langsam wieder raus, da die Hauptattraktion wieder laufen. Sind wir nur noch bei minus 114. So, also gleich wie mal bei der. Das ist auch eine Hauptattraktion. Stelle ich auch mal auf 20 Minuten ein. Aber das schaffen das wahrscheinlich unsere Techniker nicht. Unsere Marketingkampagnen wurden aus Geldmangel abgebrochen. Ja, das ist gut. So. Und die Leute denken hier auch immer noch, die denken zwar nicht, es ist preiswert, denken, aber es ist voll. Das heißt, wir werden das Ding auch nochmal ein bisschen teurer machen. So, jetzt drücke ich kurz Pause, weil wir gerade ein bisschen Geld haben. Jetzt will ich die Sache, weil hier ist, glaube ich, jetzt so viel kaputt gegangen. Die haben hier, sind hier ja richtig amok gelaufen. Ah, hier. Boah, insgesamt 15 Sachen kaputt. Was wir alles wieder repariert haben. So. So, Fakt ist, wir müssen die Personalräume vergrößern, damit die auch in ihrer Gegend hingehen und nicht woanders, damit sie rechtzeitig zurückkommen. Wir brauchen wahrscheinlich in jedem Bereich eine zusätzliche Reinigungskraft und wir brauchen wahrscheinlich, zumindest in den Bereichen, wo die Hauptattraktionen sind, weil ich jetzt die Inspektion verkürzt habe, definitiv mehr Technik, also zumindest noch einen dazu. Da habe ich jetzt auch auf 20 Minuten gestellt, ne? Oder? Ja. Damit unsere Hauptattraktionen, die müssen wirklich zuverlässig laufen. Die dürfen nicht so oft kaputt gehen. Das geht leider nicht anders. Hier denken die Leute wahrscheinlich auch, dass sie mitfahren wollen. Warteschlange voll. Kriegen wir alles hin, indem wir das hier auch nochmal auf 18 erhöhen. So, und die Wartungszeit wahrscheinlich auch mal auf 20 Minuten. Die Achterbahn haben wir da eben es.
teurer gemacht, aber guck, die Inspektion ist schon seit einer Minute überfällig. Da merkt man mal, dass unsere Techniker gar nicht mehr rechtzeitig kommen. Wo ist denn überhaupt der Techniker, der hierfür zuständig ist? Und Inspektion stelle ich auch mal auf 20 Minuten. So. Und dann muss ich da hinten gleich nochmal nachgucken. Aber ich will jetzt kurz wissen, wo der Techniker für den Märchenbereich ist. Das ist er hier. Inspiziert zur American Crew. Ach, er ist gerade bei der Bahn. Guck, die schaffen das gar nicht mehr rechtzeitig. Und das liegt teilweise auch daran, dass sie, obwohl sie jetzt eingeteilt sind, trotzdem woanders hinrennen. Weil das Personalgebäude, was hierfür zuständig ist, ist ständig voll. Hat ja auch gerade mal Kapazität 3. Gut, jetzt ist gerade keiner drin, aber Pun war es halt voll. Das sollte man vielleicht mal erhöhen auf 5. Dann passen zumindest ein paar mehr rein, auch wenn es Geld kostet. So, weil die rennen ja da alle rein. Genauso, ich sollte allgemein sämtliche Personalgebäude wie da erhöhen. Wir haben ja jetzt überall, ich lass mal weiterlaufen, ein bisschen erhöht, ein bisschen teurer gemacht, geputzt wurde zum Glück auch ein bisschen. Ich habe das Ding ja auch schon so pervers teuer gemacht. Ich habe den Preis hier ja auch schon hochgedreht. Das sind 23 Dollar. Die Leute rennen hier trotzdem noch rein. Beschwert sich keiner, es ist zu teuer. Gewinn macht das Ding sehr, sehr gut. Und die drehen nur um, weil es voll ist, ne? Die Gastzufriedenheit ist halt... Also nicht größtenteils wie in dem Müll. Ich brauche auch zusätzliche Reinigungskräfte. Da führt kein Weg dran vorbei. Bevor ich das aber mache, ich brauche zusätzliche Techniker und Reinigungskräfte, muss ich die einzelnen Personalgebäude erhöhen. Und das machen wir gerade mal, weil wir gerade Plus haben. So, ein Personalgebäude haben wir hier. Weil es passen einfach nicht alle rein. Sind da denn gerade welche drin? Ah, guck, das ist mich auch voll. Ich erhöhe die jetzt alle mal auf 5. Da passen überall 2 mehr rein. Da sollte sich das ein bisschen geben. So. Wo haben wir denn noch ein Personalgebäude? Das war das. Wer hat denn hier, glaube ich, noch eins bei der Burg mit versteckt? Ja, genau. Hier, glaube ich. Ich wollte nur das Personalgebäude. Danke. Da hocken auch gerade 3 Leute drin. Das ist das ganze Problem. 5? Ich muss die alle erhöhen. Das am Eingang habe ich ja eben. Dann haben wir, glaube ich, noch eins im Spooky-Bereich, ne? Das muss auch erhöht werden. So. Weil wenn die voll sind, suchen sie sich einfach ein anderes, und wenn es Kilometer weit weg ist. Hier ist gerade einer drin, aber erhöhen wir trotzdem mal. So. Wird ja leider kein Weg dran vorbei. Dann können wir es jetzt auch erstmal weiterlaufen lassen. Ich hoffe, die ruhen sich dann zumindest schneller aus, und hier geht keiner mehr rein. Warum? Dreht um. Wir drehen alle um. Kostet so viel mehr, als es sollte. Das ist denen jetzt also zu teuer. Die Preise sind mir zu hoch. Okay. Sind das denn nur Einzelne, die so denken? Oder geht da jetzt überhaupt keiner mehr rein? Das müsste man halt beobachten. Ah, die drehen auch um. Ist zu teuer. Was habe ich denn den Preis hier eingestellt? 20. 20 ist denen also schon zu viel. Zumindest dürfte sich jetzt keiner mehr hier über die Warteschlange beschweren. Aber wenn uns da keiner mehr reingeht und das Ding deswegen Minuswert, bringt uns ja auch nichts. Genauso wie die dann langsam leerer wird. Die drehen jetzt echt alle um, ne? Hey, vereinzelt gehen noch welche rein. Die Preise für Looney Tunes sind viel zu hoch, aber geht rein. Auch nicht schlecht. Hey, vielleicht ist es ein Tickchen zu teuer. Wir sollten vielleicht ein Tickchen runterdrehen. Weil es geht ja so gut wie keiner mehr rein. Ah, rennen sie rein? Oder die drehen um? Okay. Ich drehe es mal wieder runter auf 19. 19 müsste doch gehen, oder? Na, wie haust das Gefängnis wert? Das geht kaum noch einer rein. Immer noch zu teuer? Die Preise für Looney Tunes sind astronomisch. Da geht mich jetzt das Problem los. Hier denken sie wahrscheinlich genauso. Na, obwohl hier gehen noch gut welche rein, also... Geht's denn jetzt bei 19? Nö. Da drehen sie immer noch um, okay. Ja, die drehen alle um.
Denken Sie, dass jetzt hier bei beiden, habe ich jetzt das Spooky-Viertel zu teuer gemacht, dass sie jetzt alle nach hinten rennen? Ja, also hier gehen noch vereinzelt welche rein. Ja gut, hier rennen noch relativ viele rein. Also es drehen auch welche um. Die beschweren sich aber nicht wegen zu teuer, sondern weil die das Geld einfach nicht mehr haben. Wir haben nicht genug Geld, ja. Gut, hier ist der Preis okay. Da sollte man aber auch nicht mehr reinmachen. Ist nicht mehr zu voll, aber es gehen welche rein. Herausforderung abgeschlossen. Was denn für eine? Erreiche einen monatlichen Gewinn von 1000. Ah, wir haben wieder Gewinn gemacht. Sehr schön. Ich glaube, das hier geht auf Dauer nicht gut. Ah, das sind jetzt so Feinabstimmungen, die wir machen. Ich glaube, ich werde das hier wieder einen runterdrehen müssen. Also auf 18. Dreht trotzdem um. Vielleicht fehlt hier hinten Geldautomat. Aber die beschweren sich ja so oder so. Also hier gehen sie definitiv noch rein. Also hier brauche ich nichts. Früh bis Schluss steht es an einer Weile leer. Das ist er hier schon wieder. Warum? Wo ist denn der Verkäufer hin? Ich habe hier doch genug... Ah, ist auf dem Weg dahin. Okay. Gilt nicht mehr als neu, okay. Das ist natürlich die Frage, gehen sie hier noch rein jetzt? Ah, jetzt sieht so aus, als würde ich habe da jetzt ein bisschen billiger gemacht. Weil wenn da keiner mehr reingeht, dann bringen uns auch die hohen Preise nichts. Ah, die drehen um? Astronomisch, gut, der hat sich beschwert, aber jetzt beschweren sich nicht mehr ganz so viele. Also es gehen wieder welche rein, das ist ja schon mal was. Die gehen auch rein, gut, die meisten scheinen hier jetzt wieder reinzugehen. Scheint wieder zu funktionieren. Was? Gut, der will bestimmt Pause machen. Bleib doch mal stehen. Obwohl die Energie voll ist? Unterwegs zu einem Personalgebäude. Warum willst du denn Pause machen, wenn du... Junge, was ist denn das? Der Laden steht leer. Der geht Pause machen, obwohl... Aber der kann auch von woanders hergekommen sein, dass er hierfür zu dich zuständig ist. Ja, dass man den Läden haut auch noch nicht so ganz hin, ne? Das sind halt so Kleinigkeiten, aber wir scheinen wieder Gewinn zu machen. Das ist schon mal was. Guck mal, er hier zum Beispiel. Drück mal kurz Pause. Wo kommt der her? Der ist unterwegs zum Personalgebäude. Der ist eingestellt für... Arbeitsplanmanager? Wofür ist denn der eingestellt? Für gar nichts. Hatte ich die Verkäufer nicht alle eingestellt? Genauso wie du hier, wo bist du denn eingestellt? Arbeitsplan Gülpislusch 2. Und du? Arbeitsplan Spooky. Gut, der hier ist für Spooky zuständig. Der kommt auch von hier, der kommt wahrscheinlich von da hinten. Stimmt da was mit den Verkäufern nicht, aber warum hat der eine denn keinen richtigen Arbeitsplan? Verkäufer. Märchenviertel. Habe ich da einen übersehen beim letzten Mal? Eingang. Adventure. Tatsächlich, der eine hat keinen festen Arbeitsplan. Na, da hier eh ständig leer ist, würde ich sagen, packe ich dich ins Spooky, wa? So. Aber gut. Es sieht zumindest so aus, als wenn wir unsere Finanzen wieder in den Griff kamen. Gut, das kam jetzt ein bisschen Geld durch die Herausforderung. Aber das war ja nicht alles. Fahrgeschäfte haben auch sehr gut Gewinn gemacht, weil sie größtenteils liefen. Die Servicegebäude machen im Moment ein bisschen Minus, weil die größtenteils nicht besetzt sind. Parkverwaltung ist zum Glück weniger geworden, weil die Werbekampagne weg ist. Wir machen im Moment auch keine Werbekampagne. Wir müssen die erstmal alles richtig in den Griff kriegen mit Personal und so. Dadurch ist ein bisschen weniger geworden, haben auch wieder ein bisschen mehr Gewinn gemacht. Jo. Es läuft also wieder einigermaßen. Das Darlehen, naja, ist knapp zur Hälfte bezahlt. Kommt also langsam wieder an Geld. Die Personalgebäude haben wir erhöht, die können wieder aus dem Hause machen. Ich werde, was machen wir in der nächsten Folge, weil wir sind schon mal 39 Minuten, ein paar Leute einstellen, also ein paar Reinigungskräfte. Kurz gesagt, zu jedem Plan vielleicht noch einen dazu. Gerade da vorne ist ja extrem viel los. Hier muss ein bisschen, damit wir den Müll wegkriegen, damit die Leute nicht mehr so schlecht gelaunt sind. Und vielleicht noch ein, zwei Techniker dazu, damit Sachen öfters gewartet werden und nicht mehr so oft kaputt gehen.
Moment beschweren sich ja über den Müll und teilweise über die Warteschlange, aber das ist nicht mehr ganz so extrem. Hören wir mal auf Gäste. Oder meine Warteschlange wird weniger. Gott sei Dank. Ja, dieser Park ist das Letzte. Das liegt halt an dem Müll hier vorne, an dem da. An den ganzen Gekotze. Gut, was wurde jetzt gerade mal gereinigt, aber vorhin habt ihr ja gesehen, war hier alles voll mit Kotze. Da liegt noch ein bisschen. Und die Toiletten sind auch völlig verdreckt. Das liegt einfach daran, dass die Reinigungskraft, die für hier zuständig ist. Wo ist er? Märchenviertel. Unterwegs, um Müll wegzuräumen. Das ist er hier. Er ist, glaube ich, hier unterwegs. Ah, der hat halt einen ziemlich weiten Weg, ne? Der rennt bis hier hin. Wo genau ist er? Irgendwo hier muss er sein. Da. Hat halt einen sehr weiten Weg. Der rennt, glaube ich... Da kann ich aber kurz gucken. Arbeitspläne... Märchenviertel? Wie sieht denn der genau aus? Der hat halt das mit drin. Das Ding, glaube ich... Was hat er denn drin? 7 Stände, 2 Attraktionen. Die 2 Attraktionen und 7 Stände. Dann rennt er bis hier. Also die Stände, die Toiletten, das mit. Also eigentlich müsste er sich in dem Bereich hier bewegen. Aber gut, durch die Attraktionen geht er wahrscheinlich bis zum Ende der Brücke. Der ist sich halt einfach total überfordert, der eine. Wir haben hier nämlich nur den einen, ne? Wir haben nur einen Reiniger für Märchenviertel. Vielleicht stelle ich noch einen Hausmeister ein, der hier zusätzlich mit sauber macht. So. Und den stelle ich aber auch gleich mit dem Märchenviertel ein. Hausmeister. Frei beweglich. Du kommst mit ins Märchenviertel. So, dann haben die hier zumindest schon mal 2, weil hier liegt der meiste Müll. Gut, dann würde ich aber auch sagen, wir machen für heute Schluss. Auch wenn wir das hier erst ein bisschen mit einstellen, weil wir mussten ja an Geld kommen. Wie ihr seht, kommen wir jetzt langsam wieder Geld. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.